Die kluge Königin. Es war einmal ein junger Königssohn, der so über die Maßen schön war, dass nie jemand seinesgleichen gesehen hatte. Das wusste er, und darüber war er froh. Und alle Leute sagten, dass er ebenso klug wie schön sei, so dass keiner sich an Klugheit mit ihm messen könne. Das glaubte er, und darauf war er stolz. Da tat er das Gelübde und schwor einen teuren Eid darauf, dass er niemals ein weibliches Wesen zur Frau nehmen wolle, das nicht mindestens ebenso schön und nahezu ebenso klug wie er selbst wäre. Aber wenn er eine solche Maid fände, solle sie auch seine Frau werden. Es waren viele schöne Mädchen im Lande, aber sie gehörten eben nicht zu den klügsten. Es waren auch manche ganz gescheite junge Mädchen da, aber sie gehörten nicht zu den schönsten. So viel ist gewiss, dass der Königssohn keine fand, die ihm annähernd schön oder klug genug war. Er stand übrigens in dem Alter, dass sowohl er selbst wie sein Vater, der König, und ihr getreues Volk der Ansicht waren, er müsse sich verheiraten. Aber nach dem Gelübde, das er abgelegt hatte, fand sich kein Mädchen im Lande, um das er anhalten konnte. Da wollte er auf Reisen in andere Königreiche hinausgehen, aber er wollte unbekannt und ohne Gefolge reisen. Er wollte sich schon selbst vorsehen, und keiner sollte bei ihm sein, der aus der Schule schwatzen oder ihm in die Karten gucken könnte. Er reiste also weit und breit umher, von einem Land in das andere. Aber es erging ihm draußen wie daheim. Kein Mädchen war ihm schön oder klug genug. Und noch viel weniger beides zugleich. Und so konnte er ja um keine von ihnen anhalten. Da ritt er eines Tages allein durch einen Wald. Er ritt und ritt, aber der Wald nahm kein Ende. Es war Mittag und es war Abend, aber noch war er nicht aus dem Walde heraus und es war kein Ende desselben zu sehen. Er hatte sich völlig verirrt und wusste nicht mehr, wo er sei oder wohin der Weg führe oder wo er ein Obdach für die Nacht finden solle, um sich und sein Pferd auszuruhen und zu erfrischen. Beide waren gleich ermüdet. Endlich sah er einen dünnen blauen Rauch über die grünen Wipfel emporsteigen. Er ritt demselben nach und kam an ein kleines, ärmliches Haus. »Hier müssen doch Menschen sein«, sagte er sich erfreut. Er stieg vom Pferde und klopfte an. Ein alter, einfacher Mann machte ihm auf, und eine alte, einfache Frau kam mit heraus.
Sie schienen sehr verwundert zu sein, den schönen, vornehmen jungen Reiter zu erblicken. Der Königssohn bot ihnen guten Abend und sagte ihnen wahrheitsgetreu, dass er sich verirrt habe und den ganzen Tag im Walde umhergeritten sei, ohne ein Haus oder eine Hütte zu gewahren. Und er bat sie daher, ihm ein Nachtquartier zu vergönnen. Zuerst sagten sie freilich, dass sie nicht die Leute seien, solch einen vornehmen Herrn, wie er sei, aufzunehmen. Und man merkte wohl, dass sie ihn sehr gerne los sein wollten. Da er aber sagte, dass weder er noch sein Pferd es länger aushalten könnten, sie müssten Ruhe und Obdach haben, so blieb ihnen nichts anderes übrig, als Ja zu sagen. Er müsse dann eben Vorlieb nehmen. Zuerst sorgte er für sein gutes Ross. Ein Stall war nicht da, aber ein kleiner Schuppen für ihre einzige Kuh. Die ging jetzt auf die Weide, denn es war Sommerzeit. Und so stellte er sein Pferd dort hinein und gab ihm einen Trunk Wasser und ein Bund Heu. Da war er sehr froh. Er selbst ging in die Stube hinein. Sie hatten nur die eine und sie war niedrig und klein. Er setzte sich auf die Holzbank und begann, mit den Leuten zu plaudern, ob sie hier ganz allein in dem wilden Walde wohnten. Ja, das täten sie. Allerdings sagten sie, es seien keine anderen Menschen im Hause und keine anderen Häuser im Umkreise vieler Meilen. Sie lebten hier, wie es eben ginge, und schlügen sich durch mit einer Ziege und einer Kuh. Er erhielt also sein Abendessen, so gut das Haus es vermochte, nämlich ein Stück trockenes Brot und eine Schale Milch. Und dann holten die alten Leute ein Bund Stroh und breiteten es auf der Stubendiele aus. Darauf wollten sie selbst schlafen, denn der fremde Herr sollte in ihrem Bett liegen. Sie hatten nur das eine. Das wollte der Prinz doch nicht annehmen. Sie sollten ihr Bett behalten und er wollte auf der Diele auf dem Stroh liegen. Es geschah also nach seinem Willen und sie gingen alle drei zur Ruhe. Das war freilich ein anderes Lager, als er es gewohnt war. Allein, da er tüchtig müde war, fiel er doch bald in Schlaf und träumte von all den schönen Mädchen, die nicht klug genug, und all den klugen Mädchen, die nicht schön genug waren. Und er schlief süß, bis der Tag zu dämmern begann. Dann aber erwachte er und war steif in den Gliedern von dem harten Lager. Und wie er sich auch drehte und wendete, er vermochte nicht wieder einzuschlafen. Da hörte er es über seinem Kopfe, oben auf dem Boden, sich bewegen. Es konnten ja Ratten oder Mäuse sein oder auch eine Katze. Ja, es war gewiss eine Katze, welche dort oben herumsprang. Aber bald darauf hörte er von droben einen schnurrenden Ton, offenbar wie von einem Spinnrad. So konnte doch die Katze nicht spinnen. Und gleich darauf hörte er Gesang. Das war weder die Katze noch die Vögel da draußen, sondern es war eine liebliche Frauenstimme, die im Takt mit dem schnurrenden Rade sang.
Einen so lieblichen Gesang hatte er noch niemals gehört. Er sprang eilends von der Diele empor und rieb sich die Augen und spitzte die Ohren. Und in demselben Augenblick erwachten die beiden Alten und kamen gleichfalls aus den Federn. Der Königssohn frug sie gleich, wer es sei, den sie da droben auf dem Boden versteckt hätten und der schon in der frühen Morgenstunde spinne und singe. Jetzt war es droben wieder still geworden, und sie versicherten heute, wie sie gestern erzählt hatten, dass kein anderer Mensch als sie selber im Hause sei. »Nein«, sagte der Prinz, »es hilft nichts, dass ihr mir das länger weiszumachen sucht. Ich glaube zuversichtlich, was ich mit meinen eigenen Ohren gehört habe. Und jetzt könnt ihr mir ebenso gut die volle Wahrheit sagen, denn ich werde doch schon dahinter kommen.« Da musste der Mann denn gestehen, es sei allerdings noch ein Mensch im Hause, und das sei ihre Tochter, die ihre Kammer droben habe. Aber sie fürchteten so sehr, dass jemand sie zu sehen bekäme und dann vielleicht Gefallen an ihr fände und sie ihnen nehmen wollte. Und sie könnten sie ja durchaus nicht entbehren, so alt und gebrechlich, wie sie schon wären. Sie verdiente ihnen auch ein paar Schillinge mit Spinnen und Weben. Und wer sollte sie sonst pflegen, wenn sie nun bald nicht mehr selbst für sich sorgen könnten? Ja, habe er sie nun einmal gehört, so wolle er sie auch sehen, sagte der Königssohn. Er sei doch kein Unmensch, denke er, so dass sie ihn wohl das Mädchen sehen lassen könnten. Da mussten die Alten sie dann herunterrufen, und sie kam herabgesprungen. Das junge Mädchen in ihren ärmlichen Kleidern. Sie wusste ja nichts davon, dass sie Besuch hatten, denn sie hatte fest geschlafen, als der Königssohn am späten Abend angekommen war. Als sie den schönen jungen Mann erblickte, war sie purpurrot. Und der Prinz verlor auch ganz die Sprache, als er sie erblickte. Denn nie zuvor hatte er etwas halb so Schönes gesehen, wie sie war. Ihm war ganz seltsam zumute dabei. Soweit er gewandert war, hatte er keine gesehen, die sich an Schönheit mit ihr messen konnte. Die Tochter dieses armen Mannes war viel schöner als irgendeine all der Prinzessinnen und Fräulein, die er in der Fremde oder daheim gesehen hatte. Er vermochte sich gar nichts Schöneres zu denken, aber er konnte doch nicht daran denken, ein solches Bettelkind zur Frau zu nehmen. Er wandte daher seine Augen wieder von ihr ab und beeilte sich, sein Pferd zu satteln und fortzukommen. Und er wollte sie gar nicht mehr ansehen. Aber als er sich in den Sattel geschwungen hatte und den Alten, denen er ein großes Goldstück für das Nachtlager gegeben, und die jetzt einen Kratzfuß nach dem anderen vor ihm machten, lebewohl zunickte, konnte er doch nicht umhin, nach der Seite zu schielen, wo sie stand und ihn mit ihren großen Augen anblickte. Und dann konnte er es nicht unterlassen, seinen Hut zu heben und sie zum Abschiede zu grüßen. Und ebenso wenig konnte er sich eines Gefühls erwehren, als säße ihm das Herz in der Kehle, da sie mit niedergeschlagenen Augen errötend das Haupt zum Gruße neigte. Die großen Augen schlug sie doch wieder auf, und sie folgten ihm, als er von dannen ritt,
bis er außer Sicht war. Unterwegs, während der Königssohn ritt, sagte er bei sich selber: Ja, gewiss ist sie lieblich und mehr als schön genug für mich. Aber ich gelobte ja auch, dass die, welche ich zur Frau haben wollte, klug, beinahe ebenso klug wie ich sein müsste. Und das ist sie natürlich nicht. Er merkte sich jedoch gut, wo die Waldhütte lag, und bald war er auch auf bekannten Wegen. Denn der große Wald lag an der Grenze seines eigenen Heimatlandes. Dann ritt er geradewegs zum Königsschloss seines Vaters heim und sagte, er habe noch keine gefunden, die ihm ebenbürtig sei. Jetzt war der Königssohn daheim und hatte es im Übrigen in jeder Hinsicht gut, aber er hatte keine Ruhe im Herzen. Das gute Essen schmeckte ihm nicht und der süße Schlaf wollte sich gar nicht auf sein weiches Lager herabsenken. Seine Gedanken schweiften beständig in den großen Wald zu dem lieblichen jungen Mädchen. An sie dachte er früh und spät, mochte er es wollen oder nicht. Da sagte er zuletzt zu sich selber: Das muss ein Ende haben. Er gedachte seines Gelübdes, dass die schönste und die klügste seine Braut werden solle. Und um den Gedanken an sie loszuwerden, wollte er sich überzeugen, dass das Kind des armen Mannes, wenn auch schön genug, doch lange nicht klug genug für ihn sei. Er schrieb also einen Brief an sie und legte 2 Docken Seide in den Brief und schrieb, daraus möge sie ihm einen Bettumhang weben. Er sandte einen königlichen Reitknecht mit dem Briefe von dannen und hieß ihn gleich Antwort mit zurückzubringen. Der Reitknecht kam abends wieder und brachte einen Brief von dem Mädchen in der Waldhütte mit. Darin lagen 2 kleine Holzstifte, und in dem Briefe stand geschrieben, wenn er ihr aus den Stiften einen Webstuhl anfertigen wolle, so würde sie auch wohl auf demselben den von ihm bestellten Bettumhang weben. Jetzt konnte der Königssohn sich nicht mehr verhehlen, dass das Mädchen ebenso klug wie er selber sei. So musste er denn halten, was er gelobt und geschworen hatte, und das tat er wohl auch eigentlich am liebsten. Er ritt also mit seinem ganzen königlichen Gefolge zu der Hütte im Walde hinaus und sagte den Alten und dem Mädchen, dass er sie zu seiner Braut erwählen wolle, wenn es ihr recht sei. Und es war ihr ganz recht. Aber jetzt fürchtete er sich doch davor, dass sie die klügste von ihnen beiden sein könnte. Und das ging ja nicht an, falls jemand es merkte. Deshalb stellte er die Bedingung, dass wenn er einmal König und sie also seine Königin würde, sie sich niemals irgendwie in Staatsangelegenheiten einmischen dürfe, die ihn und nicht sie angingen. Täte sie das, so hätte er die Befugnis, sie zu verstoßen und sie wieder zu ihren Eltern heimzusenden. Auf diese Bedingung ging sie ein. Aber sie hatte auch ihre Bedingung zu stellen. Und die war, dass, wenn er ihrer überdrüssig würde
und sie nicht länger behalten wollte und sie deshalb wieder nach Hause schickte, sie befugt sein sollte, das mitzunehmen, was ihr das Liebste wäre. Das fand er nicht mehr als billig und ging sogleich darauf ein. Die alten Leute waren zwar sehr betrübt, dass sie jetzt ihre Tochter verlieren sollten, aber sie konnten doch ihrem Glück nicht im Wege stehen, und so gaben auch sie ihre Einwilligung. Die Braut war also mit Seide und Scharlach, mit Gold und Edelsteinen geschmückt. Und sie erhielt Karossen und Hofdamen und allen sonstigen Staat. Und dann wurde die Hochzeit mit Glanz und Freude gefeiert. Es verging jetzt eine lange Zeit, während welcher die jungen Leute in inniger Liebe und äußerer Herrlichkeit miteinander lebten. Und es konnte gar nicht besser sein. Allen schien, dass die Gemahlin des Königssohnes sowohl schön wie klug und gut genug sei. Und das Letzte war das Beste. Bald nach der Hochzeit starb der alte König und der Sohn war an seiner Statt König. Er regierte das Land und saß zu Gerichte. Und alles ging gut und erfreulich. Die Königin mischte sich niemals in seine und in Staatsangelegenheiten ein, sondern verwaltete ihr eigenes großes Haus und war geehrt und geliebt von allen. Da traf es sich eines Tages, dass Markttag in der Hauptstadt des Königs war und viele Bauern mit Korn und anderen Dingen zu Markte kamen. Als sie abends nach Hause fuhren, waren einige unter ihnen, die in der Stadt schon weidlich gezecht hatten, aber an der ersten Schenke, zu der sie kamen, mochten sie doch nicht vorüberfahren. Sie mussten einkehren und eine neue Herzstärkung zu sich nehmen. Sie ließen sich eine gute Weile drinnen in der Schenkstube es schmecken. Ihre Pferde und Wagen standen mittlerweile draußen im Stalle. Einer dieser Bauern fuhr mit einer trächtigen Stute, und während sie drinnen pokulierten, warf dieselbe ein Füllen im Stalle. Als nun die Bauern herausgekommen und jeder sein Fuhrwerk zu finden sucht, ist das kleine, neugeborene Füllen zwar auf die Beine gekommen, aber es ist ganz verstört in dieser neuen, unruhigen Welt und ist in eine Ecke des Stalles hingelaufen, wo der Schenkwirt seine Pferde ein paar Grauschimmel stehen hat. Der Eigentümer der trächtigen Stute sieht natürlich sogleich, dass dieselbe gefohlt hatte, und er sah auch das Füllen. Und da er nicht betrunkener war, als dass er wohl begreifen konnte, dass es ihm gehöre, wollte er es auf seinen Wagen legen und es mit nach Hause nehmen. Aber der Schenkwirt sagte, nein, das Füllen sei das Seine. Man sehe ja, es halte sich zu seinen Pferden. Es entstand ein wüstes Gezänk über die Sache. Die meisten der betrunkenen Bauern standen auf Seiten des Schenkwirts, und das Ende davon war, dass der Bauer mit der Stute ohne Füllen heimfahren musste und der Schenkwirt dasselbe behielt. Damit konnte sich der Bauer nicht zufrieden geben. Und es kam zum Prozess. Allein sowohl das erste wie das zweite Gericht sprachen dem Schenkwirt das Füllen zu. Und der Bauer, welcher der rechte Eigentümer des Füllens war,
musste die Zeche bezahlen, so dass er dadurch allmählich alles aufs Spiel setzte, was er besaß. Aber er wollte trotzdem seine Sache nicht verloren geben. Er wandte sich an das oberste Gericht, und dort hatte der König selbst das Urteil zu sprechen. Er war freilich sehr klug, aber er war doch nicht klüger, als dass er wie die anderen entschied. Das Füllen müsse dem gehören, bei dessen Pferden es gefunden worden sei, und das sei ja der Schenkwirt. Jetzt sollte der Bauer also des Füllens halber, das doch von Rechts wegen sein Eigen war, Haus und Hof verlieren. Darein konnte er sich nicht finden, und in seiner großen Not verfiel er auf das letzte Mittel, sich an die Königin zu wenden, die so klug und so gut war. Er erklärte ihr den ganzen Zusammenhang der Füllengeschichte, und sie sah ein, dass er recht habe. Da sagte sie zu ihm: »Ja, mein lieber Mann, ich kann den Spruch des Königs zwar nicht ändern, aber ich will dir doch einen Rat geben, welcher dir vielleicht nützen kann. Nimm morgen um die Mittagszeit ein Fischernetz und geh mit demselben draußen vor die Stadt, wo die hohen Dünen von Flugsand sind. Dort spanne dein Netz aus, wie man sonst Netze zum Fischfang ausspannt. Und dann nimm eine Störstange und schlage mit derselben in den Sand vor dem Netze, wie man die Fische draußen auf der See ins Netz treibt. Wenn dann der König dort vorüberkommt, denn er fährt alle Tage dieses Weges, so wird er sich sicherlich fragen, ob du närrisch bist oder ob du glaubst, du könntest Fische droben im Flugsande fangen. Und dann musst du antworten, das sei nicht unvernünftiger, als dass der graue Schimmel des Schenkwirts, der nicht trächtig gewesen und nicht einmal eine Stute sei, ein Füllen bekommen könnte. Aber du musst mir versprechen, sagte die Königin, dass du niemand erfahren lässt, wer dir den Rat gegeben hat, denn sonst werde ich unglücklich. Der Bauer bedankte sich vielmals und versprach, er wolle schon schweigen. Am nächsten Tage um die Mittagszeit machte es der Bauer, wie ihm geheißen war, und bald darauf kam der König wirklich des Weges an jenen Dünen vorübergefahren. Als er den Bauer umhergehen und mit seiner Störstange in den Sand vor dem Fischernetze schlagen sah, ließ er anhalten und sagte zu ihm: »Was treibst du da?« »Ich fische«, sagte der Bauer. »Bist du närrisch?« frug der König. »Glaubst du, dass Fische im Flugsande sind?« »Ja«, antwortete der Bauer. »Das ist doch nicht unvernünftiger, als dass der graue Schimmel des Schenkwirts, der nicht trächtig gewesen und nicht einmal eine Stute ist, ein Füllen bekommen konnte.« Jetzt verstand der König sofort, worauf er anspiele, und er sah ein, dass er wohl in der Sache falsch entschieden habe. Aber er wollte doch wissen, wer den Bauer die List gelehrt habe. Und da er ihm den Tod androhte, wenn er nicht gestünde, wer ihm den Rat gegeben, so war dem Bauer Angst, und er offenbarte alles, dass er der Königin den Einfall verdanke. Da
ließ der König sogleich den Wagen umkehren und zum Schlosse zurückfahren, und er sprühte vor Zorn. Er ging geradewegs zur Königin hinein und sagte, jetzt habe sie sich gegen die Abrede vergangen, die vor der Hochzeit getroffen worden sei, und habe sich unterstanden, sich in seine Staatsangelegenheiten einzumischen. Jetzt müsse sie auch die Strafe erleiden, welche damals verabredet worden sei. Sie solle auf der Stelle zu ihren Eltern zurückgeschickt werden. Sie möge sich bereit machen, noch in dieser Stunde abzureisen. Aber sie möge sich auch des ihr zugestandenen Rechtes bedienen. Sie könne von den schönen Dingen, die sie um sich habe, mitnehmen, was ihr das Liebste sei. Die Königin antwortete sehr sanft und demütig, er habe Recht und sie habe Unrecht. Er müsse befehlen und sie müsse gehorchen. Sie werde in einem Augenblick damit fertig sein, dasjenige einzupacken, was sie mit der gnädigen Erlaubnis des Königs mitzunehmen gedenke. Gleich darauf kam sie wieder herein, und da brachte sie eine Flasche Wein und ein paar Gläser mit. Und dann sagte sie, der König werde ihr doch wohl die Güte erweisen, ein Glas zum Abschiede mit ihr zu trinken. Es sei nie zuvor ein böses Wort zwischen ihnen gefallen, und das solle auch jetzt nicht geschehen. Die Bitte konnte der König ihr nicht abschlagen. Sie schenkte ein, und sie tranken miteinander. Er bemerkte nicht, dass die Königin einige Tropfen aus einer anderen kleinen Flasche, die sie bei sich trug, in sein Glas schüttete. Und sobald er dasselbe geleert hatte, fiel er in einen tiefen Schlaf. Da holte die Königin einen großen Deckelkorb, in den sie ihre besten Sachen, die sie mitnehmen wollte, hätte packen sollen. In diesen legte sie den König, deckte ihn gut zu, schloss den Deckel und rief dann den Dienern zu, sie möchten ihren Korb hinaustragen und ihn in den Wagen stellen, welcher angespannt sei, und auf sie warte. Sie setzte sich in den Wagen, und dann fuhren sie in den Wald zu der alten Hütte hinaus. Dort mussten die Diener den Korb aus dem Wagen heben und ihn in ihre Kammer hinauftragen. Und dann sandte sie den Wagen wieder zum Schlosse zurück. Dann hob sie ihren schlafenden König und Gemahl aus dem Korbe heraus und legte ihn auf ihr Bett. Darauf zog sie ihre alten ärmlichen Kleider an, dieselben, in denen er sie zum ersten Mal erblickt hatte. Und dann setzte sie sich an das kleine Fenster dem Bette gegenüber und ließ ihr Spinnrad schnurren, ganz wie in alten Tagen. Es war gegen Abend, als der König nach dem Schlaftrunke, den er erhalten, ausgeschlafen hatte. Er erwachte und sah sich um, fuhr empor und frug, wo er sich befinde und wie es zugegangen, dass er hier sei. Ja, sagte sie, du bist jetzt bei mir, und das ist so zugegangen, dass ich dich mit nach Hause genommen habe, wie es ja nach unserer Abrede mein Recht war. Denn du bist das, was ich auf der Welt am liebsten habe, und das durfte ich ja mitnehmen. Jetzt merke ich, dass du doch viel klüger bist als ich, sagte der König.
Und wenn du mich jetzt nach dem Schlosse zurückbegleiten und bei mir bleiben willst, so will ich niemals einer Sache entscheiden, ehe ich dich um Rat gefragt habe. So war denn nach Wagen und Pferden zum Schlosse gesandt, und der König und die Königin hielten aufs Neue ihren Einzug im Schlosse. Und ihre alten Eltern nahmen sie mit, wie es die Königin verlangte, und sie blieben, solange sie lebten, bei ihnen wohnen. Und der König und die Königin lebten nach wie vor miteinander in inniger Liebe und äußerer Herrlichkeit. Und dem Bauern, dem das Unrecht mit dem Füllen und dem Richterspruche widerfahren war, schenkte der König einen Edelhof mit vollem Beschlag. Und der König fällte seitdem niemals ein Urteil, ohne erst den Rat der Königin zu hören. Und alle ehrten und liebten sie beide wegen ihrer Gerechtigkeit und Güte und waren stolz darauf, einen solchen König und eine solche Königin zu haben.